Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Als ein Verbrecher nach 15 Jahren aus dem Gefängnis kommt, bricht er zunächst einmal in ein Haus ein, um nach besseren Klamotten und vielleicht nach einer Waffe zu suchen. Im Haus findet er ein junges Ehepaar im Bett vor. Er befiehlt dem Mann, aus dem Bett zu steigen und bindet diesen an einen Stuhl. Danach widmet er sich der jungen Frau und bindet sie an das Bett. Währenddessen steigt er über sie, küsst ihren Hals, steht auf und verschwindet im Bad. Der Ehemann beugt sich vor und flüstert seiner Frau zu: »Du, mein Schatz, der Typ ist wahrscheinlich aus dem Gefängnis ausgebrochen, wie man an seinen Kleidern sieht. Er hat sicherlich seit Jahren keine echte Frau mehr gehabt. Ich hab gesehen, wie er deinen Hals geküsst hat. Er möchte bestimmt Sex haben. Was auch immer passiert, wehre dich ja nicht und lasse es zu. Tu alles, was er von dir verlangt. Ich weiß, es ist sehr eklig, aber er sieht wirklich sehr gefährlich aus und nur so können wir da heil wieder herauskommen. Sei stark, Schatz, ich liebe dich über alles.« Aber seine Frau schaut ihn an und sagt: »Er hat nicht meinen Hals geküsst. Er hat mir ins Ohr geflüstert, dass er schwul ist und dich sehr süß findet. Er hat mich nach Vaseline gefragt und ich habe ihm gesagt, dass wir welche im Bad haben. Also sei stark, Liebling. Ich liebe dich auch über alles.« Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.